Mein Schatz, was liegt dir auf deinem spirituellen Weg am meisten auf dem Herzen? Am Herzen. Also nochmal. Ist doch scheiße, nicht auf dem Herzen. Also. Mein Schatz, was liegt dir auf deinem spirituellen Weg am Herzen? Ihr seht, also auch das ist schon schwierig, eine Einleitung zu finden. Ja, was mir am meisten am Herzen liegt, ist, dass ich euch sagen kann, dass wir alle, und zwar jeder, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Alter, Status, dass wir alle einen ganz großen Schatz im Innern haben, den es einfach wieder zu entdecken gibt. Und zwar ist das, der Schatz ist dein innerstes Selbst, was jeder Mensch praktisch mitbringt, der geboren wird. Ihr müsst euch mal die kleinen Kinder angucken, die sind einfach nur glücklich und sind einfach mit ihrem, ich sag mal, innerstes Selbst oder mit ihrem göttlichen Selbst in Verbundenheit. Und es ist so, dass diese Verbindung im Laufe des Lebens immer mehr zerstört wird, weil die Lehrer, die Eltern, die ganze Umgebung hat diese Verbindung selber schon verloren und versucht, durch ihre eigenen Denksysteme dem Kind eben was anderes beizubringen. Und das Kind gibt eben seine Verbindung auf, weil er die Eltern liebt oder weil es die Eltern liebt und um sich anzupassen und zu überleben. Jeder kann das wieder entdecken. Jeder hat die Möglichkeit dazu. Nur ist es einfach wichtig zu gucken, was für Glaubenssätze, was für Denkmuster habe ich aus meiner Umgebung übernommen und diese negativen Denkmuster aufzudecken und zu enttarnen. Das heißt, eigentlich geht es nur darum, Widerstände aus dem Weg zu räumen, die verhindern, dass dieses Glück fließen kann. Weil das Glück fließt eigentlich immer. Nur wir haben keine Verbindung mehr dazu. Was hast du denn für negative Denkmuster? Ich habe eine Situation jetzt in der Beziehung. Der Partner ist irgendwie schlecht gelaunt, eklig drauf. Ich fühle mich vom Partner nicht geliebt. Ne? Und dann kann das natürlich wieder so ein Denkmuster triggern. Ich bin wertlos, ne? Ich bin nicht geliebt und so weiter. Das ist jetzt hochkomplex, weil normalerweise reagiert man so, dass man entweder noch mehr in diese Wertlosigkeit reingeht und sich ganz schlecht fühlt oder man geht in die Schuldzuweisung und sagt, du hast das gesagt und ich fühle mich jetzt ganz schlecht und so weiter. Und an diesem Grundmuster zerbrechen praktisch alle Beziehungen, weil nach der tollen Verliebtheitsphase kommen immer auch die negativen Seiten des anderen zum Vorschein. Und ja, man ist einfach nicht mehr in der positiven Projektion und fängt an, dem anderen eben die Schuld dafür zu geben, dass man sich nicht so gut fühlt. Ja, und dann ist es ganz wichtig, und das ist jetzt ein Vorgang, den muss man erlernen, dass man merkt, wenn ich in diese negativen Gefühle, die die äußere Situation triggert, hineingeht, habe ich mich von meinem glücklichen innersten Selbst entfernt. Das heißt, ich verspüre ein negatives Gefühl. Das heißt, wenn du mir sowas sagst, fühle ich mich traurig, ich fühle mich zornig. Meistens sind es ja dann die. Oder es kann auch zum Beispiel manchmal auch Angst sein. Und das dann zu merken, ich habe ein negatives Gefühl. Und was für ein Gedanke steckt hinter diesem negativen Gefühl? Und hinter diesem Gedanken, wenn der erscheint und du dir dessen bewusst wirst und du dann einen Gedanken findest, der leichter ist, ja, du kannst nicht von einem ganz negativen Gedanken zum ganz positiven Gedanken springen, sondern du kannst einen Gedanken finden, der besser ist, in Anführungsstrichen. Und wenn ich dir jetzt sage, du bist wertlos, was würdest du dann sagen? Das, wie gesagt, das hängt von der Situation ab. Das ist ja jetzt eine gespielte Situation. Ja, wir spielen jetzt mal. Nee, das kann man nicht spielen, weil du musst das wirklich fühlen. Und wenn du das fühlst, dann musst du innehalten und, also das Ding ist, im Außen braucht man gar nichts zu ändern. Das Wichtige ist, dass man sieht, ich habe mich mit diesen negativen Gefühlen von mir entfernt. Und in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst werde, und das habe ich vor einigen Jahren schon selber festgestellt, ich bin von meinem innersten Glückszustand weggetreten und von mir weg. Und dieses Wegtreten verursacht das negative Gefühl.
Und wenn ich das merke, gehe ich wieder zurück. Das ist wie eine Wegbewegung und dann wieder eine Hinbewegung. Und wenn du dich dir dann wieder zuwendest, braucht sich im Außen nichts zu ändern. Aber das Verrückte ist, das Außen ändert sich dann. Das Außen verändert sich nicht zum Positiven, wenn du in Schuldzuweisungen gehst und so weiter und diese ganzen alten Muster, sondern wenn du wieder zu dir in deinem Wohlfühl und deinen ursprünglichen Glückszustand zurückfindest, dann bietet der Partner dir auch eine positive Reaktion an auf dein Verhalten. Das ist wie verhext, weil in, ja, das ist so. Das müsst ihr mal beobachten. Du würdest also sagen, ich wende mich mir wieder zu. Ja, genau, das ist eine Zuwendung. Aber das Wichtige ist eben, dass man nicht in der Reaktion auf das bleibt, was ist, sondern es ist wichtig zu sehen, ich habe mich abgewendet von mir und ich trete wieder zu mir zurück. Das heißt, eine innere Wachsamkeit ist total wichtig, eine meditative Haltung. Und also das könnte, Buddhismus würde man als Achtsamkeit nennen. Achtsamkeit ist ganz, ganz wichtig. Also nur immer in Reaktion auf das Außen bringt euch überhaupt nicht weiter, macht euch immer unglücklicher, abhängiger von außen und so findet ihr nie das Glück. Ja. Also Achtsamkeit, auch seine Gedanken und Gefühle zu haben. Genau. Also spüren, wie es mir geht es im Moment nicht gut, welcher Gedanke bewirkt das, dass es mir nicht gut geht. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich minderwertig und dann eben sagen, nein, ich bin nicht minderwertig, ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst und alles ist gut so, wie ich bin. Ja. Ich bin gut so, wie ich bin. Ja, gut, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich kann euch sagen, es funktioniert, ich wende es selber an bei mir und man kann das Ganze unterstützen, indem man zum Beispiel meditiert. Weil es ganz wichtig ist für eine Achtsamkeit, ist ein ruhiger Geist. Oder den Zustand einfach zu kennen, wie es ist, wenig Gedanken zu haben oder einfach sich bewusst zu werden, welche Gedanken man hat. Und da hilft Meditation einfach. Setzt euch jeden Tag 10 bis 15 Minuten hin in einer ruhigen Umgebung, schließt die Augen, achtet auf euren Atmen, auf euren Atem und beobachtet eure Gedanken. Und dann kommt der Geist zur Ruhe. Und aus dieser Ruhe heraus habt ihr schon eher wieder eine Verbindung zu eurem innersten Selbst. Das heißt, ihr seid weniger in Widerstand, als wenn ihr das nicht macht, wenn ihr immer nur in Aktion auf das Äußere bleibt. Ja, wunderbar hast du das gesagt. Findest du? Willst du nicht auch noch was dazu sagen jetzt? Ja, ich überlege gerade, was heute mein positiver Satz ist. Mein positiver Satz wäre, ich bin erleuchtetes Sein. Ich bin nicht diese mickrige äußere Form, sondern ich bin erleuchtetes Sein und ich bin in Liebe zu allen Wesen. Ich wünsche, dass alle Wesen glücklich sind, dass alle in Liebe miteinander umgehen. Ja, und ich wünsche letztendlich eine glückliche Welt, eine Welt der Liebe, des Friedens und des allgemeinen Glücks. Ja, das wäre mein Weg. Und ich gucke, was ich eben da konkret tun kann in meiner Situation. Ja, das wäre so mein Weg. Und das finde ich auch noch wichtig, versucht mal in positiven Visionen auch mehr zu sein. Also wie Nils das jetzt so sagte, das ist ganz wichtig, nicht immer nur das zu gucken, was jetzt ist und vor allem bloß nicht immer darauf zu gucken, was jetzt nicht stimmt, was falsch ist und so weiter, was ihr nicht wollt, sondern guckt darauf, was ihr wollt, richtet euren Geist darauf aus, was ihr möchtet, anstatt darauf, was ihr nicht möchtet. Genau. Und letztendlich wollen wir alle Liebe, Frieden und Glück. Weil das innerste Sein ist harmonisch, ist glücklich und fühlt sich wohl und ist in Liebe zu allen anderen Menschen. Das ist das Tiefste von allem. Und alles andere, was drüber gelegt ist, bringt uns überhaupt nicht weiter. Also, seid harmonisch, liebt euch, seid friedlich. Alles Gute. Wir wünschen euch beide viel Glück. Euch beide, wir beide wünschen wir euch. Beide. Okay. Euch beide, euch alle, ganz viel, euch viele. Man zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute.